Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Macht der Epigenetik. Schön, dass du da bist. Und wie immer habe ich einen besonderen Gast wieder bei uns, und zwar Marvin Schmidt. Lieber Marvin, schön, dass du da bist. Freut mich, hier zu sein, lieber Manuel. Meine erste Frage ist immer, wer bist du eigentlich? Ich heiße Marvin Schmidt und ja, bin schon recht früh in meinem Leben zum Thema Gesundheit gekommen. Habe ein BWL-Studium durchlaufen, also da ging es nicht in die Richtung Gesundheit, hatte in einer Unternehmensberatung gearbeitet, aber wie so viele wahrscheinlich auch, hat mich das Thema Gesundheit durch ein Thema gepackt, und zwar Krankheit. Und das war nämlich die Erkrankung von meinem Bruder damals mit dem pfeifrischen Drüsenfieber. Und er lag damals 20 Stunden im Bett, hat nur geschlafen über 2 Monate hinweg. Und sobald er sich bewegt hat, ist Milz und Leber angeschwollen. Und das als junger Erwachsener, als sportlicher Erwachsener, also wenn man von außen schaut, ein wirklich gesunder Kerl. Und das hat mir und auch ihm die Augen geöffnet, was Krankheit mit einem machen kann, wie wichtig Gesundheit ist. Und ja, das hat uns in gewisser Form zu unserer Health Journey auch geführt, was wir jetzt heutzutage auch machen. Wir haben 2018 das Unternehmen The Healthy Body gegründet, also der gesunde Körper, worum es auch geht. Und ja, das ist ja auch heute dann das Thema, ein bestimmtes Thema, und zwar auch chronischer Stress. Wir selbst haben uns im Unternehmen auf Nahrungsergänzung spezialisiert. Da können wir vielleicht später nochmal was dazu sagen. Genau, in der Zwischenzeit, also seit 2018, habe ich die Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, habe auf Online- und Offline-Kongressen gesprochen und ja, bin wirklich knietief in aktuellen Studien zu, wie kann man gesund leben und vor allem auch präventiv, weil am einfachsten kann man eben Krankheiten vermeiden, wenn sie noch nicht aufgetreten sind. Und ja, dazu heute das Thema chronischer Stress. Genau. Wir werden uns heute nämlich über das Thema Stress unterhalten. Es gibt ja akuten Stress, es gibt chronischen Stress, es gibt auch guten Stress für uns, Eustress, wenn wir zum Beispiel ja unsere Muskeln betätigen und Sport machen, dann brauchen wir auch den Stress im Muskel, damit er wächst, damit er sich anpasst. Aber heutzutage leben wir eigentlich in einer Zeit, wo wir dauerhaften Stress ausgesetzt sind. Und viele Menschen verstehen ja unter Stress zum Beispiel nur eine hektische Person, die gestresst wirkt. Was verstehst du unter Stress? Stress ist an sich eine biologische Reaktion. Ja, also es werden Hormone ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und der Körper reagiert darauf, damit, dass er leistungsfähiger wird, die Herzschlagrate erhöht sich, man kann sich besser konzentrieren. Also an sich ist, das ist auch die Richtung positiver Stress, Stress eine überlebenswichtige Funktion. Ohne die wäre es evolutionsbedingt wahrscheinlich nicht so gut für den Menschen gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ja, das ist primär Stress für mich. Was heutzutage eben das Fatale ist, ist der chronische Stress. Und da kommen wir zu dem negativen Stress, weil der Körper kann diese hohe Leistungsfähigkeit nicht über Dauer anhalten oder aufrechterhalten. Ja, und was wir zum Beispiel auch bei uns im Institut sehen, in unserem ärztlichen Institut, dass viele Menschen zu uns kommen und einen hohen Pegel an Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol im Blut haben. Und über einen längeren Zeitraum, wenn das natürlich dann aufrechterhalten werden muss, weil der Körper sozusagen dauerhaft unter Stress gesetzt wird, ob jetzt von außen oder auch von innen, weil wir können ja Stress selber auch teilweise bewerten, dann sehen wir, dass irgendwann die Nebennierenrinde sozusagen die Nebenniere allgemein ausbrennt und nicht mehr genug diese Stresshormone bilden kann.
Bevor wir darauf eingehen, vielleicht, wie Stresshormone auch entstehen, warum und wir sie vielleicht auch, warum Vitamine und Mineralien hier wichtig sind, möchte ich nochmal darauf eingehen, ein bisschen genauer auf Stress, weil, wie gesagt, viele Menschen halt unter Stress eine hektische Person erwarten oder eine Person, die sich schnell unter Stress setzen lässt, zum Beispiel, wenn sie irgendwie die Tür geht auf, der Chef kommt rein und das ganze Stresssystem, ja, das ganze neuronale System fährt nach oben und weil der Chef reingekommen ist und man ist total aufgeregt. Aber wir leben ja heutzutage in einer Zeit, wo unser Körper immer unter Stress gesetzt wird. Welche unterschiedlichen Stressoren kennst du denn? Ja, tatsächlich hat die Techniker dazu auch eine interessante Studie veröffentlicht gehabt. Und der Nummer 1 Stressfaktor, den man ja selbst, also der selbst bewertet worden ist, ist tatsächlich Beruf. Also gerade das Bild, was du beschrieben hast, Beruf oder Studium, dass da der meiste Stress ausgewirkt wird. Aber schon auf Platz 2 sind zum Beispiel die Anforderungen an einen selbst. Ja, also das, was ich von mir selbst erwarte, stresst mich mehr als zum Beispiel die eigene Krankheit an den Körper in einer gewissen Art. Also wirklich dann dieser innere Stress, den man sich dann auch selbst macht. Auf Platz 3, auch sehr interessant, waren Krankheiten von Mitmenschen, die einem nahe liegen. Ja, also, und jeder kennt das bestimmt, wenn jemand, der einem nahe liegt, krank ist, macht man sich viel Sorgen und viel Stress. Aber es passiert auch nur in einem selbst und man hat im Endeffekt selbst auch die Kontrolle darüber, wie es einen targetiert oder beeinflusst. Also Platz 2 und 3 sind auf jeden Fall auch Stressfaktoren, die in einem selbst entstehen. Und jeder kennt dann auch die Beispiele, die dann noch dazukommen, Social Media, wie man nach außen wirkt. Aber das kommt eben auch in den Bereich 2. Ja, und ich glaube, das hat schon ein ganz gutes Bild oder gibt schon ein sehr gutes Bild davon, was Stress sein kann, weil es ist das, was einen selbst auch berührt. Im Inneren und im Äußeren kann Stress auch sowas wie Sport sein oder beispielsweise auch ein Unfall, was eine hohe Stresssituation für den Körper ist. Genau, das ist Stress, wie er auftreten kann. Ja, und was ich einfach hier noch hinzufügen kann, ist, wir haben in unserer Umwelt mittlerweile so viel toxische Substanzen wie Umweltgifte, die auch in unserem Körper sozusagen Stress auslösen und am Ende Entzündungen auslösen und auch unseren Körper unter Stress setzen. Das nennen wir bei uns im medizinischen Bereich praktisch chemischer Stress, der von außen in unseren Körper hineinkommt. Und leider ist ja nicht nur der chemische Stress, die ganzen Toxine in unserer Umwelt das große Problem, sondern natürlich auch, du hast gerade schon gesagt, Social Media. Und vielen ist, glaube ich, nicht bewusst, wenn sie in ihr Handy reinschauen und auf diesem Bildschirm gucken, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und auf der einen Seite fühlt sich das gut an am Anfang und gibt einem immer wieder einen Kick, aber es ist auch ein Stressfaktor irgendwann. Ne? Und also wir haben mittlerweile in unserer Umwelt, ich könnte jetzt noch viele aufzählen, so viele Stressoren, die in unserem Körper am Ende Stresshormone ausschütten lassen. Und was ich erlebe, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es dir auch persönlich geht, vielen Menschen heutzutage fällt es schwer, von diesen Stresshormonen wieder runterzukommen, vor allem am Abend, sich wirklich wieder zu entspannen, auf die Couch zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt entspanne ich einmal und habe auch einen guten Schlaf, weil der Schlaf hängt ja auch vom Stress ab. Ja. Wie siehst du das? Ich finde, tatsächlich ist es auch so, zum einen, ja, diese Abhängigkeit von Stress im Sinne von, man kann nicht mehr richtig entspannen, man muss auch was machen, man lässt keine Ruhe mehr zu, definitiv. Aber auch, dass man ist sich gar nicht bewusst, dass man gerade gestresst ist, weil man immer gestresst ist. Ja, also das ist mit einer der gefährlichen Punkte bei chronischem Stress. Es wird zur Normalität und merkt nicht, wie sehr es den Körper selbst belastet. Ja, und tatsächlich, ich denke, da sprichst du was Wahres. Und zwar, unser Körper gewöhnt sich dran. Und
es gibt auch sozusagen den Faktor, dass man süchtig nach diesen Stresshormonen ist, damit man überhaupt wieder in die Aktivität kommt. Das heißt, wenn der Körper eigentlich mal in die Ruhe kommt, dann merkst du plötzlich, okay, was ist eigentlich los? Oh, irgendwas ist anders. Und man lässt diese Entspannung gar nicht zu, weil man dauerhaft diese Stresshormone gewohnt ist und sucht sich dann eine Tätigkeit, die einen wieder stresst oder auch Gedanken, Emotionen, die einen stressen, damit diese Stresshormone ausgeschüttet werden. Also ich finde ich ganz spannend und ich erlebe Stress als den wichtigsten Faktor heutzutage für unsere Zellgesundheit, für die Gesundheit unseres Körpers. Wie siehst du das? Wenn man sich die negativen Folgen von chronischem Stress einfach mal anschaut, also hier wirklich chronischer Stress, nicht gesunder Stress, also von chronischem Stress, die reichen von Depressionen über Burnout, Bluthochdruck, Herzinfarkt, selbst Diabetes. Also ist wirklich die ganze Bandbreite von den modernen Zivilisationskrankheiten. Mhm. Und meistens ist es ja die Kette, die es ausmacht. Zum Beispiel, wenn man den Blutzucker misst, wenn man einen erhöhten Stresspegel am Tag hat, steigt damit auch oder kann der Blutzucker damit steigen. Woraufhin dann wieder die Autophagie beispielsweise, also die Zellreinigung im Körper sinkt, weil dafür niedriger Blutzucker wichtig ist. Also heißt es, wenn man gestresst ist, funktioniert auch die eigene Zellreinigung im Körper nicht. Und so gibt es immer wieder diese Ketten von Ereignissen, wie Stress den Körper hemmt. Also chronischer Stress. Immer wenn ich das jetzt sage, etwas Negatives in dem Begriff, ist das auf chronischen Stress bezogen. Und deswegen, also es ist die Zivilisationserkrankung oder mit auch, was die meisten Erkrankungen im Endeffekt auslöst. Mhm. Und ich finde, also ich vergleiche das oft auch chronischer Stress und gesunder Stress noch einmal, um es ganz klar zu haben. Gesunder Stress ist ein Sprint, ja? Also 50 Meter beispielsweise. Man hat ein klares Ziel, das wird erledigt in dieser Zeit. Man ist voll fokussiert, man ist leistungsfähig und hört dann auf und hat dann Pause. Und chronischer Stress ist für den Körper so, als wollte man einen Marathon sprinten. Ja, also man fängt an, ist leistungsfähig und dann irgendwann geht es runter und man kratzt am Rande der Erschöpfung und wackelt einfach dann irgendwann nur noch ins Ziel, was dann, wenn man wahrscheinlich nichts ändert, dann Burnout-Syndrom oder andere Erkrankungen sind. Kurze Unterbrechung. Wenn du tiefer in die Themen Epigenetik, funktionelle Medizin und Trauma-Integration eintauchen möchtest, dann darfst du das Healversity Festival am 16. November im Wilko in Bad Vilbel nicht verpassen. Top-Experten und Expertinnen, Networking, spannende Vorträge warten nämlich dort auf dich. Sichere dir jetzt dein Ticket und werde Teil dieser einzigartigen Erfahrung. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ja, und vielen ist nicht bewusst, zum Beispiel, wenn sie in ein körperliches Burnout rutschen, dass das auch wirklich eine körperliche Ursache auch hat. Und viele laufen dann irgendwie zum Psychotherapeuten oder sonstiges und ihnen ist eigentlich gar nicht bewusst, dass die Nebenniere aufgehört hat, genug Adrenalin, Noradrenalin und teilweise Cortisol zu bilden. Und sie da einfach nicht mehr hinterhergekommen ist, ja, diese Nebenniere erschöpft ist. Ich möchte ein bisschen tatsächlich darauf eingehen noch, was durch chronischen Stress nämlich noch passiert. Und zwar, du hast was ganz Wichtiges gesagt, akuter Stress ist ganz klar zu unterscheiden zu chronischem Stress. Und chronischer Stress kann zu den klassischen Zivilisationserkrankungen, Diabetes Typ 2 führen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter. Ja. Warum? Weil Entzündungen entstehen durch chronischen Stress. Und das kann man tatsächlich epigenetisch erklären. Man kann mittlerweile chronischen Stress auch epigenetisch messen, weil sich dieser chronische Stress auf unser Epigenom niederschreibt. Und das können wir messen. Wir können sehen, habe ich chronischen Stress schon praktisch niedergeschrieben in meinem Epigenom oder nicht? Und wie sind meine Stressgene modifiziert? Und jetzt wird es nämlich spannend, weil wir haben nämlich darüber gesprochen, im Vorfeld vom Podcast, über Stressresilienz. Das heißt, wie gut kann dein Körper Stress verarbeiten? Und wenn diese Stressgene anders modifiziert sind und nicht mehr sozusagen Stress so gut abbauen können, dann nehmen wir Stress viel stärker wahr.
Was verstehst du unter Stressresilienz? Die Stressresilienz ist die Widerstandsfähigkeit vom Menschen oder von dem Individuum, wie man mit Stress umgeht. Und es können zwei Menschen dieselben Situation, dieselben Stressoren, innerlich und äußerlich 100% gleich durchleben, aber der eine durchlebt es und ist danach gestärkt, also geht danach stärker hinaus, und der andere hat dann ein Burnout-Syndrom beispielsweise. Also sprich, es ist die Umgehensweise mit dem Stress, also die innere Einstellung auch in gewisser Art, wie man mit diesem Stress umgeht. Und das ist auch das, was ich primär auch heute mitgeben will. Und zwar, man kann trainieren, mit Stress umzugehen, weil, das hatte ich im Vorfeld auch schon so gesagt, die Welt ist stressig und es wird auch tendenziell immer schnelllebiger. Das hatte zum Beispiel die gleiche Studie von der Techniker, hatte auch gezeigt, dass das Empfinden der Menschen immer stressiger ist. Also 65% sagen, dass sie schon relativ oft gestresst sind, 30%, also jeder Vierte, wirklich häufig. Und das wird sich nicht von einem auf den anderen Tag ändern, aber man kann ändern, wie man mit diesem Stress umgeht. Und das ist die Resilienz. Und auch wieder einen kleinen Sportbezug dazu. Resilienz ist da wie ein Muskel. Also man kann den Muskel trainieren mit einem beispielsweise Sprint, also kurz unter Stress setzen, dann aber auch wieder Erholung geben in einer gewissen, also dann auch wieder Erholung geben, und man geht stärker daraus hervor, das sind Stresssituationen. Und das Negative ist eben, wenn man es überreizt, man kann auch einen Muskel überreizen, im Extremfall kann auch ein Muskel reißen. Und genauso gibt es natürlich auch diese Extremfälle, die eben auch sehr seltener vorkommen in Stresssituationen. Und so kann man seine eigene Resilienz wie ein Muskel sehen und sich auch beispielsweise Stress als eine Challenge nehmen, als eine Herausforderung, eine andere Herangehensweise dafür finden und dann zum Beispiel sagen, jetzt erst recht, also ich habe jetzt wieder Chance für eigenen Wachstum. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das versteht, dass wie ein Muskel zu betrachten ist. Ich erkläre es vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene, die ich sehr spannend finde. Und zwar, wenn wir unter Stress sind, ist dauerhaft unser Sympathikus aktiviert. Und der Parasympathikus, der uns in die Entspannung bringt, den dürfen wir trainieren, genau wie ein Muskel auch. Und der ist heutzutage eigentlich meines Erachtens sehr verkümmert, der Parasympathikus. Das ist praktisch das Nervensystem, was uns in die Entspannung bringt. Und genau das, dieser Switch zwischen Stress, also zwischen Sympathikus und Parasympathikus, wenn wir es gut trainieren, wenn der Parasympathikus stark ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, wieder gut in die Entspannung zu kommen. Du hast gesagt, du hast so ein paar kleine Tipps mitbekommen, wie man denn die Stressresilienz testen kann, nicht testen kann, sondern ja verbessern kann. Welche wären denn das? Ja, das ist Tipps oder eher Techniken sind das, die kommen aus der Verhaltenstherapie, und das ist eine Art Toolbox, die man sich für sich selbst vorstellen kann. Also man hat wie einen Werkzeugkoffer, wo man verschiedene Techniken drin hat, die man aufmachen kann und nutzen kann, sobald man akut gestresst ist oder merkt, dass man Stress hat. Und eine zum Beispiel davon, ich hatte jetzt insgesamt 5 Stück mitgebracht, die erste wäre Achtsamkeit erstmal. Und zwar zu wissen, wann man überhaupt gestresst ist. Anfangs hatte ich schon gesagt gehabt, das Gefährliche bei chronischem Stress ist, dass man gar nicht mehr merkt, dass man gestresst ist. Und diese Achtsamkeit in sich zu kehren, mal Zeit für sich zu nehmen und zu schauen, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade dabei? Ist das etwas, was mich stresst? Ist das etwas, was mir gut tut? Und Bewusstsein dafür zu bekommen. Und allein durch diese Aktion oder durch diese Wahrnehmung schon im Inneren wird das nächste Mal, wenn diese Situation auftritt, erinnert man sich, ah, okay, das ist ja eine Situation, die mich stresst. Man hat auf einmal Abstand davon gewonnen. Allein das hilft schon, mit einer Stresssituation beispielsweise umzugehen. Und welche Punkte gibt es noch? Das ist ja spannend. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal einen nach dem anderen durch, okay. Ja. Dann gibt es noch, und das ist meine private, und jeder kann da auch seine eigenen
Techniken für haben. Für mich ist es, durchatmen hilft mir extrem. Also tief einatmen, 3 Sekunden halten und ausatmen. Und das 10-mal zu wiederholen. Und wenn man sich diese Zeit und diese Ruhe nimmt, ich merke direkt, wie ich runterkomme, wie ich entspannter werde. Und einfach nur, weil es aufhört zu rattern, ich konzentriere mich nur noch auf meinen Atem und ich kann es überall machen, egal in welcher Situation. Das ist für mich persönlich etwas, genau. Da andere habe ich schon kennengelernt, die hatten dann zum Beispiel gesagt, sie gehen dann zu ihrem Partner und umarmen ihn. Das kann auch Energie und Aufladen sein, also Energie geben. Also wirklich eine Aktion wäre dieser zweite Punkt. Und da ist es bei jedem anders, bei mir durchatmen. Und der dritte, und das ist etwas, das ist gerade auch aus der Verhaltenstherapie, es gibt über 150 Studien dazu, das ist das expressive Schreiben. Und hier geht es schon eher darum, tiefgreifendere Stresssituationen zu lösen, weil der Mensch hat die einmalige Fähigkeit, sich immer und immer wieder über vergangene Dinge, die passiert sind, zu stressen oder aufzuringen. Also 100-mal, 1000-mal, wirklich oft. Und dieses expressive Schreiben ist eine recht einfache Übung, die genau da dran gehen kann, wofür man nichts weiteres braucht als einen Stift und Papier. Und wie das funktioniert, ist, man nimmt einen ruhigen, also man geht an einen ruhigen Ort, wo man nur für sich ist und sucht sich das Thema aus, wo man weiß, dass es einen stresst. Vielleicht träumt man davon öfter oder durch Achtsamkeit ist einem aufgefallen, hey, dieses Erlebnis, ich spüre das immer wieder in mir. Dieses Thema wählt man aus, nimmt sich 20 Minuten Zeit und schreibt alles runter zu diesem Thema. Gerade auch die Emotionen, wie man sich in dieser Situation gefühlt hat, was passiert ist, wer noch dabei war, also wirklich alles rausschreiben. Und das Wichtige dabei, den Stift nicht absetzen. Gerne auch dann nochmal Sachen wiederholen oder in eine andere Art schreiben. Einfach 20 Minuten durchschreiben und das an 4 Tagen hintereinander zu demselben Thema. Und das ist dieses Konzept, heißt expressives Schreiben von Pennebaker. Also es gibt auch Anleitungen dazu im Internet, wie das funktioniert. Aber es hat eben gezeigt, dass es wirklich dann auch Angstzustände reduzieren kann, Depressionen reduzieren kann, man lebensfröhlicher geworden ist. Einfach weil diese durchgehende Belastung von dieser Stresssituation eben aus dem System draußen ist. Ein sehr kraftvolles Werkzeug dann an der Stelle. Das vierte, und zwar wieder eine Selbstwahrnehmung, ist Selbstverantwortung übernehmen. Weil Situationen, die man nicht verändern kann, können einen einfach über den Kopf wachsen. In einer Art, und man ist ausgesetzt, man ist nicht mehr in der Selbstverantwortung, gibt sie ab und lässt sich dadurch stressen. Und deswegen der Tipp, übernimm Selbstverantwortung, auch wenn jemand anders dir vielleicht etwas nicht Gerechtes getan hat, übernimm die Verantwortung dafür, weil es ist eh immer dein Leben, was betroffen ist. Und so kannst du dir auch Ruhe wieder zu dir mit reinholen. Genau. Ja, spannend. Sind richtig, richtig gute Dinge. Auch das expressive Schreiben, hammer gut, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe darüber schon mehrfach gelesen und ich glaube, wenn man sich selber mal ein bisschen aufmerksam bei sich selbst ist, wie viele Gedanken man eigentlich jeden Tag oder ähnliche Gedanken man jeden Tag hat, die einen wirklich auch stressen. Was ich wichtig finde bei Stress, das haben wir vorhin schon erwähnt. Du hast es gesagt, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol wird ausgeschüttet. Und der Körper muss das Ganze produzieren. Und ihr auch als Firma, ihr beschäftigt euch ja praktisch auch mit den Nährstoffen, die der Körper benötigt. Welche Nährstoffe sind denn das zum Beispiel, die wichtig sind, um diese ganzen Stresshormone zu bilden? Ja, tatsächlich vor der Bildung von den Stresshormonen würde ich erstmal sogar noch auf Pflanzenstoffe eingehen, die gerade bei der Stressreaktion auch unterstützen. Und das sind nämlich adaptogene Pflanzenstoffe.
Davon hast du wahrscheinlich auch schon gehört, sowas wie Ginseng, Ashwagandha, Rhodiola rosea. Das sind Pflanzenstoffe, die eben dabei helfen, was auch in Studien gezeigt worden ist, den physischen und psychischen Stress zu reduzieren in der Stresssituation. Woher das kommt, ist tatsächlich das ist aus dem Russischen geprägt worden, dieser Name Adaptogen, und heißt eben sowas wie Widerstehen oder Widerstandsfähigkeit, also Stress zu widerstehen. Und man leitet es von den Pflanzen ab, denn die Pflanzen haben keine Möglichkeit wegzulaufen, beispielsweise wie wir Menschen, sondern müssen dort an Ort und Stelle auch Tieren, Wetterbedingungen etc. widerstehen. Und gerade Pflanzen an sehr rauen Orten, wenn man sich Rhodiola rosea anschaut, wächst in sehr steinigen Gebirgsregionen auch, sind sehr widerstandsfähig. Und dass diese Wirkung dann auch übertragen wird. Und das ist zu sehen bei der Stressreaktion. Also wenn Stress auftritt, beginnt es mit der Alarmphase, also die Hormone werden ausgeschüttet. Und diese Adaptogene helfen dabei, dass diese Stressreaktion dann auch nicht zu hoch steigt, also nicht zu stark spiked, wie auch das in der Phase der Erschöpfung, dass sie dann etwas stimulierend wirkt und somit den Körper in einer Homöostase hält, obwohl vielleicht auch gerade Stress anwesend sind. Das sind so die Pflanzenstoffe, mit denen wir arbeiten auch. Und genau, adaptogene Pflanzen, gerade eben für den Ausgleich bei chronischem Stress. Ja, ich habe vorhin ja schon eine Sache erwähnt, dass man heutzutage sozusagen auch den chronischen Stress epigenetisch messen kann. Und so viel wie ich weiß, gibt es sehr, sehr viele Zellen in unserem Körper, die manchmal ja so halbtot vor sich hinliegen, sogenannte seneszente Zellen. Und dort ist ein Prozess teilweise nicht so optimal mehr funktionstüchtig und zwar die sogenannte Autophagie in diesen Zellen. Magst du mal ganz kurz diesen Begriff Autophagie erklären, warum der für unsere Zellen so wichtig ist? Ja, Autophagie ist generell der Prozess, wie Zellen sterben, weil das eine ganz wichtige Fähigkeit von Zellen an sich ist und der bei seneszenten Zellen dann eben nicht mehr anwesend ist. Also sie können von der Autophagie nicht mehr zersetzt werden. Autophagie kommt aus dem Latein, heißt sich selbst verzehren, und genau das ist auch dieser Prozess. Und wie wir vorhin schon gesagt hatten, kann eben der chronische Stress zum einen auch diese Autophagie mindern, wodurch die Zellreinigung nicht mehr so gut ist, hat aber auch noch andere Auswirkungen auf die Zelle, also wirklich auf die Struktur, zum Beispiel auf die Telomere. Das sind ja die Schutzkappen der Chromosomen, also dort, wo das Erbgut enthalten ist. Und diese Telomere sind circa 10.000 Basenpaare, die an den Enden der Chromosomen sind. Und bei jeder Teilung der Zelle, also wenn sich die Zellen vermehren und im besten Fall auch gesund sind, werden diese Schutzkappen der Chromosomen immer ein Stück kleiner, bis diese irgendwann so kurz sind, dass sie absterben. Und selbst darauf zum Beispiel hat auch chronischer Stress eine negative Auswirkung, also auf einen zweiten Zellprozess, denn es hatte eine Studie gezeigt gehabt, das war von der Nobelpreisträgerin Blackburn, dass unter chronischem Stress, sie hatte Schwangere oder Frauen mit Kindern einmal mit Behinderung und ohne Behinderung angeschaut und hatte geschaut, okay, wie ist denn die Telomerlänge der Mütter in dieser Zeit? Und hat eben festgestellt, dass dass diese andauernde Stressbelastung der Mutter, also dieser sehr hohe Stress, der auch so empfunden worden ist, deutlich die Telomerlänge verkürzt hatte. Was bedeutet, dass die Zellen bei den gestressten oder chronischen Stress eben auch kürzer leben. Ja. Und wir wollen ja eher Richtung Langlebigkeit, lange gesund bleiben. Und auch zum Beispiel die Telomerase anregen. Was genauso möglich ist und was auch sehr wichtig ist, gerade bei Zellen, die sich oft teilen. Zum Beispiel jetzt die im Darm, im Blut jetzt nicht so oft, aber Mundschleimhaut beispielsweise auch.
also da, wo viel produziert wird. Genau, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Telomerase ist ein Enzym, was die Telomere wieder verlängern kann. Auf der einen Seite sehr gut für uns, was zum Beispiel durch Sport oder auch Meditation erhöht werden kann, die Telomerase-Aktivität. Aber wir sehen auch in Krebsarten oder in Krebszellen, dass dort die Telomerase erhöht ist, weil die Krebszelle sozusagen nicht absterben möchte. Und es gibt mittlerweile Kliniken im Ausland, die Telomerase spritzen. Davon halte ich tatsächlich gar nicht so viel, sondern ich halte viel davon, sozusagen die Telomerase-Aktivität selbst eventuell zu verlängern oder zu erhöhen durch Sport und Meditation. Aber ich arbeite mit einer Forschungsgruppe zusammen, die sagt, wir müssen auch aufpassen, dass die Telomerase-Aktivität nicht zu hoch ist, weil das, die Krebswahrscheinlichkeit damit auch steigt. Das bedeutet, wenn wir Pflanzenstoffe einnehmen, die zu stark die Telomerase-Aktivität fördert, könnte das auch negativ sein auf lange Sicht. Das heißt, wir sollten eher gesagt natürlicherseits durch unseren eigenen Körper eventuell langsam die Telomerase-Aktivität steigern. Und das geht ja zum Beispiel auch, meines Wissens zumindest können wir die Autophagie unterstützen durch Fasten. Denn Fasten schaltet die Sirtuin-Gene an. Was weißt du über Fasten und warum findest du Fasten gut? Und warum betreibe ich Fasten selbst? Fasten ist an sich genau dieser Prozess, es ist Nahrungsrestriktion, wodurch im Körper dann weniger Insulin oder Zucker im Blut ist, wodurch die Autophagie dann besser arbeiten kann, was eben langfristig zu einer besseren Funktionalität führt, so dass der Körper auch dann im hohen Alter nicht überlastet wird. Und was eben passieren kann, wenn die Autophagie nicht aktiv genug ist. Und ich finde, so ein Beispiel dafür ist immer gut zu sehen, diese bekannten Altersflecken, die man im hohen Alter bekommt, sind dann Abfallstoffe, die der Körper nicht mehr verarbeiten kann. Also man sieht sie dann auch mit der Zeit wirklich auf der Haut erscheinen. Und anstatt dann, dass sie irgendwo im Körper rumspielen, werden sie zur Seite gedrückt, was ja auch schon ein genialer Mechanismus ist. Aber das sind eben Anzeichen dafür, okay, da arbeitet es nicht mehr so gut. Und Fasten ist eben ein sehr, sehr guter Unterstützer dafür, dass der Körper eben in seinen eigenen Reinigungsprozess bleibt. Wie aber auch Sport, was du gesagt hast, weil durch die Autophagie oder nicht nur Fasten regt Autophagie an, sondern auch Sport, weil die Autophagie zersetzt ja die Zelle und diese Nährstoffe kann der Körper erneut nutzen. Und bei Sport braucht der Körper Nährstoffe und wenn er in einem Defizit ist, dann muss er sich Nährstoffe holen. Und wenn nicht genug zugeführt worden sind, dann nimmt er eben die Zellen, die da sind, die keine überlebenswichtige Funktion haben für den Organismus. Und so wird dann über Sport beispielsweise auch wieder die Autophagie angeregt. Und man sieht hier auch wieder, so wie du gesagt hast, also man sieht hier auch wieder diese chronischer Stress wirkt sich auf so viele Dinge aus, wie aber auch, und Sport ist wirklich einer mit der besten Lebensstil-Faktoren, die man betreiben kann. Und also Sport und Fasten auf jeden Fall haben eine extrem positive Auswirkung auf die Zellgesundheit. Ja, ja. Und es geht ja am Ende darum, sozusagen, dass die Zelle sich reinigt von den unterschiedlichen Abfallprodukten, die sie selbst produziert, ja, aufgrund der Energiebildung, aber auch natürlich von den Toxinen, die wir jeden Tag aufnehmen, die sich teilweise auch in der Zelle ablagern. Und über die Möglichkeiten, wie auch man den Körper sozusagen anregt, noch mehr aus sich rauszuholen, beziehungsweise die Zelle aus der Zelle mehr rauszuholen und die Zellreinigung zu erhöhen, darüber sprechen wir in einem Webinar und zwar in unserer App am 23. Oktober. Und dazu lade ich euch alle, die jetzt gerade diese Folge hören, sehr herzlich ein. Am 23. Oktober 2024 in unserer Healversity App. Du kannst dir die App einfach runterladen. Unter Events siehst du dann die Möglichkeit, hier den Zoom-Link zu bekommen für das Webinar mit Marvin. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, kommt dazu. Denn dort erfahrt ihr ein bisschen mehr über Zellreinigung, über die Möglichkeit des Intervallfastens und wie man auch natürlicherseits seine Telomerase
die Aktivität sozusagen steigern kann. Marvin, magst du uns vielleicht noch mal kurz mitgeben, was dich eigentlich so motiviert, in die Gesellschaft dieses Wissen über Gesundheit zu tragen? Zum einen die persönliche Geschichte, weil je früher man anfängt mit gesund, also sich gesund zu ernähren, sich gesund zu verhalten, desto einfacher ist es auch hinten raus, lange gesund zu bleiben. Weil jeder altert, der biologische Alterungsprozess ist an sich das, was unsere Zellen mit am meisten auch schädigt und jeden betrifft. Und dort früh anzufangen, ist das Fundament für ein langes und gesundes Leben, wo man wirklich mit Freude auf die 80, 90 Jahre schaut und sagt, da ist noch richtig Energie da. Und es ist vor allem auch, wie wir, also wir probieren es tatsächlich auch so einfach wie möglich zu machen immer. Weil es gibt schon, also ja, man kann alles bis ins kleinste Detail untersuchen und es ist auch wichtig, um im Endeffekt die Erkenntnisse zu bekommen, okay, wie funktioniert es und was muss man machen? Aber im Endeffekt dann von der Kommunikation her zu schauen, okay, was sind die Lebensstilfaktoren, die einen wirklichen Einfluss haben und die weiterzugeben. Und es ist im Kleinen kompliziert, aber man kann es relativ einfach im Leben auch umsetzen und dazu zu bewegen. Ja, definitiv. Und ihr habt ja die Firma Zellharmonie auch gegründet, glaube ich. Magst du vielleicht ein paar Worte zu eurer Firma noch sagen? Genau, Zellharmonie. Wir haben eine einzige Nahrungsergänzung entwickelt und genau darum geht es, Harmonie in die Zellen zu bringen, weil der Körper besteht aus mehr als 50 Billionen Zellen und wenn die gesund sind, ist auch der Körper gesund. Und genau diese Prozesse, die wir jetzt auch schon teils beschrieben haben, kann man auch mit Nahrungsergänzung unterstützen, mit Lebensstil und Nahrungsergänzung. Und das haben wir in ein Produkt gebündelt und so, dass es unkompliziert bleibt. Also ein Produkt, wir empfehlen Zellharmonie und ein gutes Omega-3 zum Nehmen, weil wir selbst kennen es, wir hatten 150 verschiedene Dosen im Schrank und zum einen verliert man irgendwann den Überblick und es kann auch anstrengend und stressig werden. Natürlich, wenn man sich damit tagtäglich beschäftigt, ist es möglich. Aber so wie Intervallfasten, wie wir gesagt haben, dass man da auch leichter anfangen kann beispielsweise, so ist es immer wichtig, dass es in den Lebensstil reinpasst. Und das ist das, was wir auch als Unternehmen anbieten und reinbringen wollen, weil jedes Gebiet für sich, ob es jetzt Bewegung und Sport, ist so granular, also das kann man auch so granular runterbrechen. So ist Bewegung und Sport, das Mentale, dann auch die Epigenetik. Und auch Nahrungsergänzung immer ein Feld für sich. Und da wollen wir eben gerade dafür stehen und auch mit Experten in anderen Bereichen zusammenarbeiten, um insgesamt eine einfache, aber sehr gesunde Botschaft rauszubringen. Ja, wir werden einige Dinge hier unten einfach unter das Video verlinken. Jetzt noch vielleicht zu dir. Welchen wichtigsten Tipp würdest du ganz gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Im Bereich chronischer Stress. Ganz egal, welcher für dich wichtig ist jetzt gerade in diesem Moment. In diesem Moment ist es Tun. Gesundheit ist auch ein Investment von Zeit. Also man muss es auch wollen und sich klar dafür entscheiden. Und man kann sich klar dafür entscheiden, gesünder sein zu wollen, sich die Informationen aufzuholen, wie das funktioniert. Und so sein Leben umzustellen. Und naja, es gibt Wissensriesen und Umsetzungszwerge und deswegen umsetzen auch für die Gesundheit das. Ja, danke dir, lieber Marvin. Schön, dass du deine Zeit uns geschenkt hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, persönlich, aber auch, also privat und aber auch geschäftlich. Schön, dass du bei uns warst. Und ihr Lieben, macht es gut und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann.
Diese Folge ist gesponsert von Smains, unserem exklusiven Vitalpilz-Partner. Auch die Gründer waren hier schon in unserem Podcast. Smains zeichnet sich durch kompromisslose Qualität aus. Und zwar in Bioqualität aus Österreich, aus Finnland, durch eine einzigartige Triple-Extraktionsverfahrenstechnik kriegen sie unglaubliche Wirkung zusammen. Besonders beliebt sind nämlich diese Flüssigextrakte. Ein Teelöffel ist so potent wie 36 normale Pilzpulverkapseln. Und Smains wird auch auf unserem Festival dabei sein. Vor Ort könnt ihr das Ganze testen, diese wunderbaren Extrakte. Und wenn du interessiert bist, dann geh gerne hier auf die Seite von Smains und mit Healversity 10 bekommt ihr wieder Rabatt 10%. Schaut euch dort um.